Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Crazy Dog Gaming. Heute zeige ich euch, was man machen kann, wenn Trackmania Nations Forever auf Steam nicht bei euch startet. Es kann passieren, dass ihr ein Widescreen habt und es gar nicht starten will. Es kann auch sein, dass kommt direkt ein Error oder das Spiel crasht halt direkt. Es kann alles möglich sein. Es gibt auch Leute wahrscheinlich, das funktioniert bei denen direkt, aber es gibt bei manchen Leuten das Problem, da muss man noch ein paar Dinge tun. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich zeige euch erstmal, was man als erstes machen kann. Bei manchen Leuten werden die dann direkt auf diese Seite hier katapultiert, aber bei mir hat es nichts gebracht. Da müsste man die Nadeo NII-File auffinden, den Distro zu Distro Milin ändern. Da muss man diesen Update hier runterladen und dann installieren. Und das war's, laut dieser Seite. Aber jetzt zeige ich euch, was bei mir das Problem ist. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Bibliothek. Dann gehen wir hier auf Rechtsklick, lokale Dateien durchsuchen. So, das ist jetzt ein neuer Trackmania-Ordner. Das ist meiner, wo er funktioniert. Wenn wir hier auf Nadeo gehen, das hatte ich schon geändert gehabt. Das geht folgendermaßen hier. Das müsst ihr dann auf Milin umändern. So, das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Das Problem ist, ich lade es jetzt mal runter. Wenn es bei euch genauso kommt, ihr nehmt einfach diesen Link, tut ihn neu reinkopieren und dann müsst ihr es einmal aktualisieren. Jetzt starte ich mal. Das soll ein Patch sein, sozusagen. Ich habe den schon 1000 Mal runtergeladen. Genau dieser Fehler kommt bei mir. Es konnte nicht festgestellt werden, welche Version von TM United Forever gegenwärtig installiert ist. Wenn dieser Fehler bei euch kommt, dann gibt die Hoffnung nicht auf, weil deswegen mache ich diesen Tutorial. Weil ich hatte genau diesen gleichen Fehler. Ich hatte Trackmania schon mal gemacht, das war aber vor 3-4 Jahren. Hatte einen Fehler gemacht, dann musste ich jetzt auch tagelang gucken, wie es funktioniert und alles. Dann musste ich mit diesen Non-Steams Trackmania spielen, das war ärgerlich, weil ich hatte meinen Skin und alles eigentlich noch im alten Trackmania. Und dann habe ich jetzt herausgefunden, wie. Und das werdet ihr ab jetzt sehen, wie es funktionieren wird. Nämlich, ihr kommt jetzt her, nehmt diesen Link hier, also das ist dann der Non-Steam Trackmania. Das ladet ihr erstmal runter. Jetzt muss erstmal extrahieren alles. So, ihr tut hier alles akzeptieren. Dann merkt ihr euch, wo dieser Ordner ist. Der ist jetzt bei mir Programmfiles und dann TM Nations Forever. Weil diesen werden wir jetzt brauchen. Ja, den habe ich schon. Deswegen werde ich ihn jetzt mal einfach mal beispielsweise in den Desktop installieren. Desktop. So. Dann haben wir es auch direkt auf dem Desktop. Dann müssen wir die extra suchen. Also ihr könnt entweder so machen oder ihr lässt es einfach dort und tut es dann kopieren. Ihr hättet dann noch jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht es dann so, wie ich es jetzt mache. Oder ihr spielt dann die Non-Steam-Version. Ihr hättet halt einen Nachteil. Ihr könntet eure Freunde dann nicht sehen über Steam. Ihr könnt in den Game dann eure Freunde machen. Aber über Steam ist eh alles besser. Und dann werden auch nicht die, ich glaube, Erfolge gibt es nicht. Aber die Spielzeitstunden werden dann auch nicht berechnet. Ihr könnt dann entscheiden auf jeden Fall. Aber ich finde es über Steam einfach viel besser. Jetzt wird auch erstmal alles installiert. Sobald ihr es installiert habt, nehmt ihr dann diesen Ordner. Das wäre dann der hier jetzt. Ihr öffnet ihn mal. Dann geht ihr nochmal auf euren Steam Trackmania. Tut dort auch die lokalen Dateien öffnen. Und was ihr jetzt macht, ihr nehmt einfach die ganzen Daten und tut sie hier rein kopieren in den Steam Trackmania. Wird dann alles übernehmen, also ihr tut dann alles, was im alten in Nicht-Steam Trackmania war, tut ihr alles reinkopieren und übernehmen von Steam-Version. So, genau das müsst ihr dann auch machen, Dateien im Ziel ersetzen. So, Übertragung ist abgeschlossen, jetzt gehen wir mal wieder auf Steam-Bibliothek, versuchen das Spiel zu starten. So, wie ihr sehen könnt, lädt es auch schon. Also sobald bitte warten unten rechts steht, hat es bei euch schon hundertprozentig funktioniert. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Probleme haben solltet, dann schreibt auf jeden Fall
mir in die Kommentare oder direkt per Instagram bei Crazy Dog Gaming. Da habe ich auch einen Account. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Tutorials auch sehen wollt von mir, allgemein, dann schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar und lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder mal bei Crazy Dog Gaming. Ciao!